Starte mit 5 bis 10 Minuten auf dem Ergometer deiner Wahl. Anschließend absolvierst du 3 Runden der nächsten 3 Übungen. Du startest mit 20 Plank Pull-Through. Hierfür gehst du in die Liegestützposition. Die linke Hand zieht das Gewicht von der rechten Seite zur linken Seite rüber. Anschließend rechte Hand von links nach rechts, sodass du das Gewicht immer rüber ziehst und nicht drückst. Dafür kannst du entweder eine Kurzhantel nehmen oder eine Gewichtsscheibe, die du auf den Boden legst, in der Mitte kreist und rüberziehst. Danach 15 Wiederholungen vom Superman Lift-Off. Dafür legst du dich flach auf den Bauch. Arme nach vorne strecken macht es schwieriger. Arme rannehmen macht es etwas leichter. Du hebst den Oberkörper inklusive Arme und auch die Beine vom Boden an und legst dich wieder flach ab. Anheben, so hoch wie möglich, kurz halten, wieder ablegen. Wiederholungen, anschließend 10-mal den Kang Squat. Hierfür nimmst du die Hände in die Hüfte, startest mit einem Good Morning, Knie leicht gebeugt, Po nach hinten schieben, Rücken bleibt gerade, so weit runter, wie du es mit geradem Rücken kannst. Anschließend schiebst du die Knie nach vorne in die Kniebeuge. Da so weit runter, wie es geht, die Fersen bleiben am Boden, die Knie schiebst du gerade nach vorne über die Zehen, nicht zu weit nach innen, nicht extrem nach außen. Dann Po hoch, Knie gehen nach hinten, wieder in den Good Morning und aufstehen. In den Good Morning, in den Squat, in den Good Morning und aufstehen. Einmal komplett runter und anschließend komplett aufstehen ist eine Wiederholung. 10 Stück davon, 3 Runden. Dann hast du es geschafft.